Oh, was für ein wunderschöner Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei ArchAge. Ja, ich wink auch schon ein bisschen. Und wir haben den guten Rick LP. Er hat es endlich geschafft, dass sein Rechner hier auch ein bisschen starten konnte. Das ist so ein bisschen schräg aus dem Ausland, da hat man einfach nicht mehr dieselben Mittel. Aber gut, wir Ja. sind jetzt beide hier. Ich sehe dich sehr spärlich bekleidet vor mir stehen und Was heißt das, ja. spärlich bekleidet? Also, bis auf dass sich diese Figuren hier wirklich keinen Sport-BH irgendwie leisten können, geht's irgendwie, ja. Sieht auf Jetzt die sind wir ganze Zeit drauf, drin. ja, Ich genau. hab extra noch nicht. Wir müssen einen Baum pflanzen. Das probiere ich jetzt gleich mal. Ich Wohin hoffe. denn? Ah, Ja, ich ich habe möchte da hier unten an der meine. Seite, weil die. Ne, du hast ja unten deine 1 und 2. Du musst, glaube ich, den Pfeilen folgen. Oder? Nee, ich glaube, ich darf das hier machen. So. Pflanze einen Baum. Benutzen. Ah, guck hier. Schaufel kommt raus. Dann pflanze ich mal hier direkt neben Und ich dir. habe einen schönen Baum. So. Dann Baum ist es pflanzen, mein Glück. Familie gründen. Alles läuft hier perfekt. So. Ich soll Pflanze irgendwo ich an. hier nach Also Baumpflanzen hinten. geht hier echt verdammt schnell. Ja. Dachte auch, also wenn man sowas in Real Life macht, dann dauert das immer hier stundenweise. Aber nein, man braucht hier natürlich kein Wasser oder sowas. Was ist mit Wasser wird sowieso total überschätzt, da brauchst du das schon. Ja. Okay. Da ist schon die nächste Priesterin hier mit ihrem Weihrauch, aber wir wollen jetzt erstmal die Quest hier machen. Oh, noch Oh, ein das sind die. Sulzrieder Wildschwein für unterwegs. Zack. Aua. Du hattest diese Medizin schon abgegeben gehabt, oder? Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Oh ne, bitte sag mir in der Gruppe, dass man irgendwie einstellen kann, dass man nicht jedes Mal so wer darf würfeln oder so macht. Für was? Dieses Würfelzeichen, das ist mir auch gerade irgendwo aufgefallen. Das ist Ja, irgendwie ein weil ich habe bisschen. hier gelootet und er sagt sofort hier gleich, ja, wer von euch möchte es haben? Ja, auch nur okay. Ich folge gerade mal. Hast du eigentlich schon mit Roana schon gesprochen? Für die Medizin? Da bin ich gerade auf dem Weg zu der. Ach so, okay. Genau. Oh, süße kleine Kaninchen. Also bei der Jetzt Grafik geht das schon wieder los. haben sie sich ja wirklich hier Mühe gegeben. Und dabei sind unsere Grafikeinstellungen, muss man dazu mal sagen, automatisch auf 0. Das habe ich nämlich gelesen, dass das ganze Spiel automatisch die Grafikstellung auf 0 setzt, wenn man anfängt. Wie Das heißt, wir haben Grafik. gerade die schlechtesten Ein wir haben gerade an, laut Internet jedenfalls die schlechtesten Einstellungen, die man einstellen kann. Okay. Das ist also, ich habe keine Ahnung, was Also danach ich alles finde die kommt. Ich will es Grafik auch gar nicht trotzdem wirken nicht lassen schlecht. wollen. Das hat natürlich nicht so Das ist diese irre. Liebenswürdigkeit von einem WoW, aber. So, wir sind bei Rona. Was ist das? Medizin? Die ist von Ellen, oder? Ich muss ihn einen ganzen. Ach so, das muss ihn einen ganzen Monatslohn gekostet haben. Er ist so lieb zu mir und Jenny. Als er das letzte Mal hier war, hat er hier sogar eine kleine Puppe gemacht. Warte, wo ist Jenny? Sie sagte, sie wolle ihren Vater im Blau-Nebelwald suchen. Aber sie ist schon viel zu lange fort. Könntest du sie bitte suchen und ihr sagen, dass sie nach Hause eilen soll? Ich will nicht, dass sie in diesen Wäldern herumwandert. Da draußen gibt es Banditen. Ja, und die Rhônländer Wildschweine. Haben wir jetzt gelernt. Ich habe mir Und die Quest auch gerade eben hier so die Katze aufgeschrieben. Lucius. Wo rennst du denn jetzt gleich hin? Ja, ich renne jetzt zur Quest. Wir müssen hier die kleine Ja, Jenny suchen. meine 1 zeigt wann. Ah, jetzt ändert sich das gerade, okay. Ne, meine 1 hat mir gerade eben einen anderen Weg angezeigt, deswegen wollte ich gerade. Nee, sogar keine Ausdauer, also es ist schon. Ja, aber die Grafikfehler sind wirklich immer noch ein bisschen da. Bei mir ist gerade alles schwarz Aber geworden immer und noch bitter. irgendwie ruckelt es auch zwischendurch immer noch ein Ja, bisschen. ich glaube, eine Woche haben wir noch Zeit bis zum Release, meine ich. Ich weiß es gar nicht Wirklich? genau. Ich habe gerade den 16. im Kopf, aber du weißt es gerade nicht sicher. Ich habe leider hier keinen zweiten Aber Bildschirm es wird drauf. jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen ruhiger als im Stadtgebiet hier.
Also das war ja vorher wirklich... Boah, jetzt geht das wirklich jedes Mal los. Passend, kannst du haben. Dankeschön. Die Kohle kann ich bohren. Ich habe in der Zwischenzeit auch hier ein bisschen so die Einstellungen angepasst. Also dieses Chatfenster brauche ich unten nicht so groß. Aber irgendwie wird sich's, glaube ich, bei dem Spiel echt irgendwie anbieten. Ja. Ob wir das nicht vielleicht in einem Live-Let's Play mal machen? Ich weiß es nicht. Das können wir mal machen. Ich muss gerade lachen, wie wahnsinnig viele Leute, jetzt eigentlich dieses kleine Mädchen. Ja, ja, ja. Der Jenny, oh mein Gott, die treibt sich allein im Wald rum bei Banditen. Und dabei macht sie hier so eine Art Sit-In. Es stehen alle möglichen Typen um sie rum. Mutter macht sich Sorgen. Ich kann hier noch nicht weg. Die anderen Kinder haben meine Puppe in die Bäume geworfen und ich komme nicht dran. Könntest du bitte die Raumkiefer... Was? Raurindenkiefer hinaufklettern und meine Puppe zurückbringen? Ellen hat sie für mich gemacht. Ich wäre so traurig, wenn sie weg wäre. Na, dann klettern wir die Rau... Ja... Hier klettern wir die Kiefer hoch. Wir klettern gerade so ein bisschen grafisch. Ja, könntest du mir nicht immer hier unter den Rock gucken? Das geht's ja echt nicht, ja. Das liegt wohl nur an deiner Bekleidung. Ja. Wie viele jetzt hier oben auch schon wieder diese Puppe suchen. Ja, ja. Vor allem in jedem Baum ist so eine Puppe. Das ist das Beste dahinter. So. Können wir jetzt nicht einfach abspringen? Ja, wir können einfach runterspringen. Okay, wie viel Fallschaden gibt's? Aber wir kriegen 320, das ist nicht so schlimm. Ah, danke. Okay. Aber irgendwie habe ich die Puppe nicht mitgekriegt. Meine Puppe, danke, du bist lieb. Ich darf nach Hause gehen, sobald mein Vater wieder da ist. Wo bleibt er nur? Ohne meinen Vater kann ich nicht heimkehren. Ich muss dem versprechen, dass ich hier auf ihn und Speerhauptmann Klieg warte. Könntest du nach ihm suchen? Okay, Mädel, du bist ja hier eh umgeben mit den ganzen anderen Typen, kein Problem. Und da vorne ist schon Hauptmann Klieg und Speer Philipp. So, Klieg, der Vater der kleinen Jenny. Oh, du meinst Miles, den Monolithenforscher? Als ich Miles zuletzt gesehen habe, war er im südlichen Monolithen. Er ist ganz verrückt nach diesen alten Dingern. Vielleicht findest du ihn immer noch dort. So, und was will der Speer? Du gehst da wirklich hin? Dieser Bereich von Blaunebel Wimmel ist nur so von untoten Geistern. Die meisten wandern einfach umher und greifen alle an, die ihnen zu nahe kommen, wie kleine Mädchen oder andere Typen. Aber ein Geist steht einfach nur am nördlichen Monolithen und starrt uns an. Du könntest ja mal mit ihm sprechen, wenn du genug Mumm hast, aber du kriegst keine 10 Pferde. Aber mich kriegen keine 10 Pferde dorthin. Ich bleibe schön im Land der Lebenden. Jawohl! Ah. So wirst du niemals Level 4, du Typ Speer. So. Ich dachte, ich muss hier wenigstens noch ein paar Blaubeeren oder so. Oder noch so ein paar Bären hier töten. Aber anscheinend nicht. Okay. Dann rennen wir mal fort zu dem Geist. So, der Monolithengeist. Kannst du mich sehen, lebendes Geschöpf? Wirst du dir meine Geschichte... Oh nein. Die Geister an diesem Ort sind ruhelos. Sie sind die Opfer von Velpo und seiner Diebesbande und wurden auf den Straßen des Blaunebelswaldes umgebracht. Sie werden erst Ruhe finden, wenn ihr Tod gerecht wird. Du musst die Mitglieder von Velpos Bande erledigen und Velpos blutige Zeichen mitbringen. Na, klasse Idee. Und dann sind nachher die hier unterwegs und sagen, ja, hier, du musst hier die Nusini umbringen. Velpo und seine Leute haben ihr Lager südlich von hier. Besiege sie und kehre mit einem Beweis ihrer Niederlage zu mir zurück. Ich werde dir dabei helfen, diese Unglücklichen. Okay. Ah, ich kann skillen. Den habe ich schon. Ah, gehe ich eher auf Hexerei oder eher auf Okkultismus? Was kann ich denn hiermit machen? W
Wehklagender Todesweh. Ja, ich bin eigentlich eher ja eine Nette, deswegen machen wir eher Hexerei. So. Einmal. Und was haben wir denn hier? Also das hier ist ein Bind. Und das hier ist und verbrennt 141 Mana überwinden. Erhöht die. Na gut, den können wir mal reinnehmen, den Skill-Effekt. Warum kann ich den nicht runterziehen? Ah, abbrechen. Den habe ich schon. Ja. Ja. So. Haben wir eigentlich nicht irgendwelche Klamotten, die wir hier auch mal anziehen können? Ich fühle mich irgendwie. Endlich siehst du es ein. Ja, ich habe 50.000 Geldbeutel jetzt mir irgendwo hergeschnappt. Okay, dann gehen wir mal zu den ruhelosen Geistern. Okay, vielleicht hätte ich ihn nicht umbringen müssen, aber ja. Sorry! Und noch mehr Geldbeutel des Farmers. So, und hier müssen doch jetzt diese dämlichen. Ach nee, hier muss irgendwo dieser Monolithenforscher sein. Ach so, bist du gerade hier bei Monolithenforscher Miles, oder? Ja, ich suche ihn gerade. Ich sehe allerdings kein. Ah, aber hier sind die Weltpost-Schergen. Ach, und der gute Miles steht da mitten bei den Schergen drin. So, der wurde wieder mal weggetappt. Ah, und hier gibt es eine Kampfquest. Die Monolithenwächter werden immer unruhiger und greifen jeden an, der den heiligen Steinen zu nahe kommt. Die örtlichen Monolithenforscher bieten jedem Abenteurer, der zur Befreiung dieser Irdenen Grobiane beitragen möchte, eine Belohnung. Also sollen wir doch die Typen noch. Ach, da hinten, aggressive Monolithen. Ich finde es schön, dass man bei diesen neuartigen Spielen eigentlich kaum mehr sterben kann irgendwie. Ja, das ist. Also irgendwie zeichnet sich dadurch echt so diese Grinder irgendwie aus. Dass man eigentlich nur von Geschichte. Ja, was kann ich für dich tun? Oh nein, ich habe Jenny vergessen. Ich sollte zurückeilen und sie holen. Aber eine solche Entdeckung kann ich nicht einfach zurücklassen. Mein Kind ist mir da egal. Die Geschichte, die diese Steine geritzt ist, ist unbezahlbar. Kind kann ich Neues machen, kein Problem. Ah, toller Vater hier. Also ich weiß echt nicht, welche Quest du gefunden hast. Ja, aber überspringt bei mir hier gerade Frames. Ich probiere mal hier noch ein bisschen noch bei mir was zum Beenden. Ich sammle jetzt gerade diese blutigen Zeichen. Hast du die schon? Nö. Hast du die Quest überhaupt? Nö. Ach doch, ein blutiges Zeichen habe ich. Hast du schon gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Bist du jetzt gerade bei diesem Typen da hinten in der. Ja, ich bin erst hochgegangen zu dem Monolithenforscher. Okay. Da war ich bei dem schon. Oh. Aber dort vorne sehe ich so Velpos Lakai. Dann mache ich den so lange zwischendurch. So, hallo?
Da direkt einen in den Nacken rein. Hey, du wirst doch nicht schlagen hier. Spinnst ja wohl. Einmal blutiges Zeichen. Nächster. So, danke schön. Und Nummer 4. Nummer 3. Sind wir wieder aneinander vorbeigelaufen. Hier sind auch noch irgendwie so viele Typen. Aber dafür, dass ich direkt an dem Lakai hier vorbeiläuft, ist er recht. Ah, hier. Neuer Monolithen-Gedöns. Ah, der wurde schon angetappt, aber. Ach, Jungs, loote doch bitte mal. Damit ja, das ist wirklich dieses lootlose Spiel. Also Grafik klasse, aber am drumrum hätten sie wirklich was machen. Ah, da vorne! Der nächste. Na, Mist. Hast du jetzt schon all deine blutigen Zeichen fertig, oder? Ja, meine blutigen Zeichen habe ich. Ich habe es noch nicht abgegeben. Weil ich möchte diese... Mir fällt noch ein einziger von diesen blöden Steinis. Und den Mondlichtgeist oder was auch immer hast du schon, oder? Da, der nächste. Nee, hier. Nimm einen Motolithenantrieb vom westlichen Mond. Hast du den schon? What? Nimm einen monotlichen Antrieb. Nee, hab ich nicht. Okay, ich muss weggehen von den anderen. Hier müsste doch demnächst auch wieder einer spawnen. Naja, ich warte mal in diesem Zelt auf dich. So, da haben wir den letzten. Ich warte mal in dem Zelt auf dich. So, haben wir's? Sprich mit dem Monolithengeist. Gehst du da jetzt hin, oder? Ich kann eigentlich hier jetzt Quests abgeben. Ja, treffen wir uns jetzt bei dem Geist, oder? Ja, ich suche gerade, wo dieser... Ach so, na, da muss ich zu weit laufen. Also für den Abrieb muss ich ja ewig weit laufen. Ne, deswegen gebe ich kurz die Quest ab. Bei dem Geist. Dann treffen wir uns da eben. Ja. Und dann wandern wir mal eben zusammen zu Abend. Der erste spielt dem Geist ja auch schon vor. Du hast es geschafft! Schon fühle ich, wie eine große Last von meinem Geist abfällt. Halte deine Hand auf. Dieses brennende Herz hat die Macht, die Geister dieses Ortes ins Jenseits zu geleiten. Wirf das auf einen der am nächsten befindlichen Geister, dann findet er Frieden und dann kommt zu mir zurück. Ah, okay. Also, Herzi werfen. Dann gehen wir doch mal ins Inventar. So, einmal, ciao. So, das hat ja super geklappt. 50.000 Geister sind da. Und einen können wir ins Inventar schicken. Zum Kampf auffordern. Und es hat auch so geklappt. Jetzt, wo ein Geist es ins Jenseits geschafft hat, werden auch die anderen ihren Weg finden. Ich danke dir, Müge Nui, dich auf deinen Reisen begleiten. Danke. So. Gehen wir wieder zu dem schlechten Vater. Wenn's da teilweise durch, das ist ja. War gerade irgendwas mit Ausrufezeichen?
Ein Stein mit einem Ausrufezeichen. Was passiert das? Kiesel aufheben. Ach, sehr schön, ich kann Kiesel sammeln. Ah, cool, ich sehe das hier sogar auf meiner Minimap, habe ich gerade festgestellt. Ein blauer Punkt. Mal gucken, ob du den auch siehst. Müsste relativ nah hinter dir sein. Ja, so ein blauer Kreis, oder? Nee. Jein, ja. Nee, der blaue Kreis bist du. Weil nee, inzwischen siehst du es nicht, ich bin fast genau hinter dir. Ich sehe dich. So, hier ist der nächste Monolithenforscher. Ah, und hier kann ich einen Abrieb machen. Unsere Gesellschaft und Kultur basiert auf der Preisung und Verehrung von Nui. Sie verdient unsere ganze Dankbarkeit für ihr selbstloses Opfer. Doch die Elfen und Firan teilen diese Ansicht nicht und beten stattdessen niedere Götter und Helden an. Sollen sie doch. Hier mal ein bisschen Solidarität. Und wie kann ich jetzt den Abrieb machen? Ich werde auch mal überlegen. Ah, ich kann hier... Ich habe Gegenstände bekommen. Naja, nein, ich habe Gegenstände bekommen. Und kann jetzt hier mir überlegen, ob ich nicht da was anziehe. Ist das hier einmal der westliche? Das Schild ist das hier überhaupt der westliche oder wie funktioniert das? Ich dachte, ich soll hier einfach irgendwas abreben. Ich habe keine Ahnung. Also ja, vom westlichen, sagt er. Vom westlichen Monolithen. Aber der wird hier irgendwie... Ach doch, da vorne. Ist das der westliche? Ah ne, da vorne sind noch einige. Ja, da wo das Fragezeichen war wahrscheinlich. Ja. Die sind auch teilweise echt. Einmal mit den totalen Vollprofis. Leute, ihr habt euch genau das richtige Let's Play ausgesucht. Ja. Okay. Du bist es wirklich! Ich suche schon so lange! Du hast das goldene Zeichen! Was meinst du damit? Und woher weißt du das von dem Zeichen? Du von dem Zeichen? Wer bist du? Oh, jetzt kommt ein Video. Ein Leuchtkäferstich. Das Geburtsmal auf deinem Arm nannten sie so, als du ein Kind warst. Gelegentlich leuchtete es auf und strahlte. Und du hast die besorgten Blicke bemerkt. Das bizarr regelmäßige Muster leuchtete auf deiner Haut wie eine Fackel. Dir ist nie jemand anderer mit einem Mal begegnet. Du hast noch nicht mal von jemandem gehört. Das Land deiner Geburt ist voller Legenden. Die große Expedition, 12 Abenteurer, welche die Geburtsstätte der Welt entdeckt hatten. Als Folge der Exodus von Auroria, dem nördlichen Kontinent. Und das Niederlassen in der neuen Heimat, die man jetzt Nuja nannte. Aber in keiner Legende war von einem goldenen, runengleichen Mal auf dem Arm die Rede. Es war eine perfekte Anomalie. Ja, und da wunderst du dich, ich mache hier Zaubersprüchlein und es kommt Feuer aus meinem Arm. Und die wundern sich noch über ein Zeichen auf meinem Arm, okay. Es tut mir leid, ich muss sicher sein. Hier, ein gravierter Magnet. Berühre dieses berühre damit dein Zeichen. Wenn du die Person bist, für die ich dich halte, müsste es sofort reagieren. Warum? Was ist hier los? Und wer bist du? Ich weiß, du musst mich für verrückt halten, aber hey, du hast ein leuchtendes goldenes Muttermal. Merkwürdig. Ist dein zweiter Vorname... Hä? Merkwürdig? Ist dein zweiter Vorname... Oh. Immer diese Übersetzungen. Tu es einfach. Und ich verspreche, ich werde dir alles erklären. Gut. Aber ich soll doch hier noch hier. Den... Wie rüste ich denn jetzt bitte schon diesen... dieses Feuer aus? Ach, benutze den... So, sehr schön. Ich kann es nicht glauben. Warum hast du dich an einen Ort wie Wünschendorf versteckt? Hat dir Lucius denn nicht erklärt, welches Schicksal dich erwartet? Ich habe mich von niemandem versteckt. Und ich kenne keinen Lucius. Wovon redest du? Wie? Kannst du ihn nicht kennen? Lucius Quinto, der unsterbliche Barde. Der Mann mit den vielen Gesichtern. Hast du nie etwas über Geschichte gelernt?
Nein, habe noch nichts von ihm gehört. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Als Marian das goldene Mal zum Leuchten bringt, erzittern deine Muskeln. Verwirrende Erinnerungen kommen hoch. Leicht könnte man meinen, es wären deine eigenen, aber du siehst Städte, die nicht von Nuja waren. Es ist, als blickst du durch die Augen von jemand anderem. Als sie auf dem Markt Fisch kauft, siehst du ihr Gesicht im Spiegel eines Stands. Eine junge Frau mit braunem Haar, blasser Haut und den feinen Gesichtszügen einer Adligen. Die Erinnerung verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist, und du bleibst unsicher zurück. Du fragst dich, ob Marian wollte, dass du das siehst, aber sie lässt sich nichts anmerken. Aha. Interessant. Du hast immer gehört, dass, als sie während der Zerstörung von Auroria starben, die Mitglieder der Expedition ihre Erinnerungen an die Überlebenden ihres Volkes weitergaben. Wie kann ich mit diesem Mondstein gar nicht? Auch wenn die Erinnerung mit der Zeit verblasste, konnten sich besonders Begabte dennoch erinnern. Weil die Bewohner Aurorias durchs Jenseits gingen, damit sie während des Exodus in Sicherheit waren, heißt es, dass die Erinnerungen der Göttin Nui besonders stark empfunden werden. Bevor die Reise sie in die Göttin Nui verwandelte, war sie eine wohltätige Edeldame namens Eyana. Dein goldenes Mal brennt, eine neue Erinnerung. Ein charmanter Vagabund bettelt um Essen. Oh, ein charmanter Vagabund bettelt um Essen. Na, da haben wir eben einen Milka. So. Wenn du mir nicht glaubst, geh und zieh dir den westlichen Monolithen hier in der Nähe an. Lucius hat eine ganze Truppe Assassinen erledigt, um dich zu beschützen. Assassinen hier? Woher weiß ich, dass du sie nicht umgebracht hast? Hä? Sehe ich wie eine Kriegerin aus? Die blutige Hand hat den König des Sichelmondthrons ermordet und die Prinzessin entführt. Seitdem hat Lucius ihre Meuchelmörder daran gehindert, Jagd auf Leute wie dich zu machen. Ich verspreche Lucius, er wird dir alles erklären. Dein Zeichen, deine Vergangenheit, alles. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber wenn Mitglieder der blutigen Hand in der Nähe meines Dorfes ermordet wurden, müssen die Dorfbewohner davon erfahren. Ich gehe mir die Sache ansehen. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal zu dem westlichen Monolithen. Ich bin echt zu doof. Ich finde diesen gravierten Magneten nicht. Das ist dieser große Stein direkt daneben dran, oder? Ne, da vorne gibt es auch nochmal. Man muss wieder weiter zum nächsten Quest-Hub. Ne, dieser gravierte Magnet. Ach so. Anfang. Ja. Das ist der Stein direkt neben mir. Nee, einfach nur das Item anklicken rechts. So. Dieser Duellist der blutigen Hand ist tot und seine Gefährten ebenso. Wer immer dies getan hat, es war sicher kein unbewaffnetes Mädchen. Je mehr Marian von Lucius sprach, was sie oft tat, und ihm das Massaker zuschrieb, das du sahst, desto mehr Erinnerungen füllen deinen Kopf. Es war klar, dass es Ianas Erinnerungen waren. Sie nutzte den Reichtum ihrer Familie, um eine Suppenküche für die Armen zu unterhalten. Du siehst den lächelnden Vagabunden jeden Tag bei der Suppenküche um Essen betteln. Eyana schalt ihn schließlich, da er unversehrt war und sich auf die Wohltätigkeit anderer verließ. Mit einem Lächeln gab er ihr zwei Karten zu einem Schauspiel in einem Theater. Als du dich an mehr erinnerst, erkennst du, wie Eyana, dass dieser Mann Lucius Quinto war. Ein berühmter Bühnendichter. Ob das Marians Lucius war? Welcher Dichter konnte so ein Massaker anrichten? Vor allem einer, der so viel Charme besaß. Sound resumed. Ja, und dieses Geheimnis werden wir uns jetzt dann wahrscheinlich in der nächsten Runde anschauen.
Wie wird es wohl weitergehen? Wird das kleine Mädchen irgendwann doch noch von ihrem Vater abgeholt werden? Oder ja, werden wir hier die Assassinen und Lucius weiter... Ja, werden wir die noch finden? Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Ja, auch mit Rick, der dann hoffentlich hier auch dann weiß, wie Rechtsklick funktioniert. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.